Hi, das wird mal wieder so ein ganz kurzes, aber cooles Tutorial. Ich möchte euch hier mal was zeigen. Und zwar ein Tool, das nennt sich Mini Shadow, mit dem man einen Schatten auf seine Bilder bringen kann, beziehungsweise unter seine Bilder bringen kann. Das bekommt ihr bei bluecrowbar.com, Link wie immer in meinem Text. Dort gibt es das Tool Mini Shadow, das ich mir heruntergeladen habe, und das demonstriere ich euch jetzt mal. Wenn ihr dieses Tool gestartet habt, nehmen wir mal ein Bild. Das ist jetzt ein Bild, das habe ich ganz normal als PNG, also ohne Schatten etc. Das muss ein PNG sein, ein JPEG geht nicht, das ist ganz wichtig. Und ich nehme jetzt einfach dieses PNG-File, drop das hier rein, und da legt mir automatisch ein neues File an mit dem Zubehör -s.png. Jetzt öffne ich das alte PNG und öffne das neue PNG. Und hier seht ihr schon den Unterschied. Hier ist jetzt unter dem Bild ein Schatten. Hier war es genau abgeschnitten und hier drunter befindet sich jetzt ein Schatten. Das heißt, wenn man das jetzt irgendwo einbaut, das Bild, machen wir mal ganz kurz. Ich benutze einfach mal Keynote, da kann man das mal reindroppen. Wenn ich Keynote gestartet habe, ich droppe jetzt einfach mal das alte Bild rein, dass wir auch einen Vergleich haben. Machen wir das mal ein bisschen kleiner, dass wir das auch direkt daneben legen können. Und hier ist mein Bild mit dem Schatten. Und hier seht ihr unter dem Bild so einen schönen Schatten. Wenn man da oben das sieht, der hat keinen Schatten. Und hier habt ihr um das Bild herum einen richtig schönen Schatten. Das kann man mit Mini Shadow machen, das kostet nichts und hilft einem schnell, einfach mal so einen kleinen Schatten unter seine Bilder zu legen. Das war's für dieses Tutorial auf meinem YouTube-Channel Hotodi. Wenn ihr mal Wünsche oder Anregungen habt für ein Tutorial, sagt mir einfach Bescheid. Abonniert meinen Channel. Ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.